Der Brief sieht täuschend echt aus. Der kommt von einem Inkassobüro oder von einer Anwaltskanzlei. Und da steht drauf, Sie schulden den Betrag in Höhe von Euro so und so viel. Zahlen Sie sofort, sonst schicken wir den Gerichtsvollzieher. Und Sie bekommen einen negativen Schufa-Eintrag. Der Haken an der Sache ist nur, diese Briefe sind nicht echt, die sind fake. Die fluten momentan die Briefkästen der Menschen in Deutschland. Das Ganze hat so überhand genommen, dass die Verbraucherzentrale Brandenburg jetzt eine schwarze Liste rausgebracht hat. Auf der stehen die Inkasso-Betrügerfirmen. Ich verrate Ihnen heute, wer die Betrüger sind und was Sie machen können, wenn Sie so einen Brief in der Post haben. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei TaxPro in Frankfurt am Main. Wir gehen direkt rein in die schwarze Liste der betrügerischen Inkassofirmen, die Verbraucherzentrale Brandenburg veröffentlicht hat. Ich habe mir mal ein paar Firmen rausgeschrieben, denn ich wollte als erstes mal wissen, welche Firmen sind denn hier aus der Nachbarschaft dabei? Unsere Kanzlei TaxPro sitzt ja in Frankfurt am Main. Und wir haben einige drauf aus Frankfurt. Das fängt an mit der Bundesinkasso-Management. Klingt auf den ersten Blick ja unverdächtig, nicht gerade nach Fake. Dann haben wir die Plus Aktiengesellschaft, die Astra EU Inkasso GmbH. Und es geht weiter mit der Inkasso Hauptzentrale Frankfurt am Main. Die haben wir aber auch in Hamburg. Inkasso Hauptzentrale. Und wir haben dabei die Euro Collect AG aus Köln. Wer auch draufsteht, sind Anwaltskanzleien bundesweit. Das sind die schwarzen Schafe unserer Branche. Und was genau schreiben jetzt diese Firmen von der schwarzen Liste in ihre Fake-Inkassobriefe rein? Sie schulden Geld, natürlich, das steht als erstes mal drin. Und es steht auch drin, weswegen, angeblich. Das ist immer wegen eines Glücksspiels, wegen der Euro-Lotterie oder dem Euro-Jackpot oder der Euro-Lotto-Zentrale. Das ist der angebliche Rechtsgrund, der da drin steht, so nennen wir Juristen das. Und die neue Betrugswelle, die setzt noch einen obendrauf. Denn die schreiben in der Überschrift groß und fett in Lettern, dass das Ganze vom Amtsgericht München auch kommt. Das steht da allen Ernstes drin. Das verleiht natürlich dem ganzen Dokument einen offiziellen Anschein. Es sieht dann so aus, als sei das amtlich und alles schon vom Gericht abgesegnet. Und es geht weiter. Als nächstes steht in dem Dokument, zahlen Sie bequem per Einzugsermächtigung. Wir brauchen nur Ihre Kontodaten. Oder Sie überweisen ganz einfach auf unsere Bankverbindung. Die steht da auch drauf. Das ist dann ein Konto in Deutschland oder auch im Ausland. All diese Daten stehen auf dem Brief drauf. Und was besonders heimtückisch ist, ist der letzte Passus. Denn da steht drin, wir geben Ihnen jetzt auch die Gelegenheit, Ihren Vertrag zu kündigen, also den über das Glücksspiel. Da steht ein Kündigungstext drin. Hiermit kündige ich meinen Vertrag. Ich bedanke mich für die von Ihnen erbrachten Leistungen. Aber ich kündige hiermit. Auch das hat einzig und allein den Zweck, dass das Dokument offiziell aussieht. Nach dem Motto, Sie haben einen Vertrag gemacht, Sie schulden Geld, als ob das wirklich so sei. Und Sie können auch noch gleichzeitig nicht widerrufen in dem Fall, aber Sie können kündigen. So sieht das Ganze vom ersten Anschein her aus wie ein ganz ordentliches Rechtsdokument. Damit kommen wir direkt zum zweiten Punkt, denn ich habe Ihnen ja auch versprochen, dass ich Ihnen verrate, was Sie dagegen machen können, wenn Sie Post von solch einer Fake-Inkassofirma bekommen. Als allererstes mal, wie finden Sie denn raus, dass Sie es da mit einer Betrügerfirma zu tun haben? Mein Tipp Nummer 1 ist, checken Sie mir die schwarze Liste. Ich habe sie hier in der Videobeschreibung für Sie verlinkt. Schauen Sie da rein. Das ist die originale Liste von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Da sind diese Fake-Inkasso-Firmen alphabetisch aufgelistet nach Firmennamen, mit Adresse und mit Kontonummer auch. Da können Sie sehen, ob das Dokument der Absender, der Ihnen das schickt, auf dieser Liste draufsteht. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, das reicht mir nicht, da muss man doch was gegen machen können. Das muss man doch stoppen können. Sie haben doch bestimmt auf den pepperpapers.de ein Rechtsdokument. Das lade ich mir direkt runter und dann schicke ich denen das. Vorsicht, würde ich nicht machen. Wir haben hier bei TaxPro absichtlich und bewusst kein Rechtsdokument dafür erstellt. Denn das ist mein zweiter wichtiger Tipp für Sie. Wenn Sie solch eine Fake-Post bekommen von einer Inkassofirma, von einer betrügerischen, von der schwarzen Liste, dann antworten Sie mir niemals unter gar keinen Umständen an die Firma.
Definitiv. Ich habe konkret zwei Tipps, was Sie machen können, wobei der erste Tipp der wichtigere ist. Und das ist, schicken Sie das der Verbraucherzentrale, und zwar der in Brandenburg. Das ist ja die Herausgeberin von der schwarzen Liste. Schicken Sie es denen per Post. Sie können es auch mailen. Sie können es auch hochladen auf dem Portal von der Verbraucherzentrale. Ich habe den Link auch in der Videobeschreibung. Einfach ein Handyfoto gemacht und dieses Dokument, was Sie da in der Post haben, würde ich denen schicken. Denn das A und O ist, so ist ja auch die schwarze Liste entstanden von der Verbraucherzentrale. Die ist durch genau diese Zuschriften entstanden. Je mehr Informationen die Verbraucherzentrale bekommt, umso mehr können die veröffentlichen, denn die halten die Liste auch auf dem Laufenden, die aktualisieren die laufend. Das heißt, die Liste lebt davon, dass wir alle mitmachen. Und der zweite Tipp ist Strafanzeige bei der Polizei. Natürlich. Wenn Sie sagen, Frau Lederer, das bringt doch nichts, das wird eben Sande verlaufen, das Verfahren wird eingestellt, die Hintermänner sind über alle Berge längst, würde ich so nicht unterschreiben. Denken Sie mir immer dran, Sie sind nicht der Einzige oder die Einzige, der sowas macht. Ich habe es jetzt aktuell gehabt bei den Abzockern mit dem Stromvergleich mit diesen Anbietern. Schauen Sie mein Video an, wenn Sie das noch nicht kennen. Über 2000 betroffene Menschen in Deutschland. Über 2000. Und jetzt gibt es eben ein Verfahren gegen diese Firmen. Das bedeutet, eine Strafanzeige bei der Polizei würde ich mir schon überlegen, aber das Wichtigere, was wirklich direkt auch was bewirkt, ist, dass Sie es der Verbraucherzentrale melden in der berühmten Beschwerdebox. So nennen die das, aber die erfassen das dann, schauen sich das an und setzen als nächstes die Firma auf die schwarze Liste der betrügerischen Inkassofirmen. Und auf diese Weise legen wir dann alle zusammen diesen betrügerischen Inkassofirmen das Handwerk, weil die nämlich als nächstes auf der schwarzen Liste von der Verbraucherzentrale landen. Ja, ich hoffe, es hat Sie wie immer schlauer gemacht heute hier auf dem Kanal. Und wir sehen uns Montag und Freitag 18:30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.